Um ein kleines einführendes Beispiel noch abzurunden, möchte ich, so wie wir Eröffnungsbuchungen durchgeführt haben, jetzt auch die Schlussbestände buchen. Das ist vielleicht erst einmal ein bisschen grobes Vorgehen. Das wird noch verfeinert im Laufe des Semesters, wie jetzt Schlussbestände zu behandeln sind, weil diese Schlussbestände ja auch wieder mit einer Inventur überprüft werden am Jahresende, was ich jetzt hier mal erst einmal weglasse, um erstmal ein Geschäftsjahr in sich abzuschließen, ohne noch einmal eine Inventur machen zu müssen oder berücksichtigen zu müssen. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie Aufwandskonten abgeschlossen werden. Das steht hier in der ersten Zeile. Wenn wir ein Aufwandskonto abschließen, dann haben wir gesagt, würden wir den Saldo über das G&V-Konto ausbuchen. Wenn wir ein Ertragskonto abschließen, zum Beispiel Provisionsertrag hatten wir in dem hier behandelten Beispiel, dann würden wir es ebenfalls über das G&V-Konto abschließen. Die Buchungssätze stehen bereits hier unten. Auf dem Zinsaufwandskonto haben wir den Saldo im Haben bestimmt und dann entsprechend G&V an Zinsaufwand diesen Saldo gebucht. Auf dem Provisionsertragskonto haben wir den Saldo im Soll bestimmt und entsprechend Provisionsertrag an G&V die Abschlussbuchung durchgeführt. Nun werden sowohl das G&V-Konto als auch alle Privatkonten der Gesellschafter über das Eigenkapitalkonto abgeschlossen. Wenn ich hier das Privatkonto A abschließe, dann erfolgt dieser Abschluss also über das Eigenkapitalkonto. Das haben wir auch bereits in einem Video zuvor gesehen. Genauso wie der Abschluss des G&V-Kontos. Beides steht hier unten. Auf dem Privatkonto haben wir einen Saldo im Haben durch die Entnahme entstehen lassen und den würden wir jetzt über das Eigenkapital abbuchen. In der G&V haben wir einen Gewinn von 2.500 über das Eigenkapital ausgebucht. Was jetzt neu ist, dass wir ja auch auf den Bestandskonten jetzt Schlussbestände haben. Ich habe bisher nur so verallgemeinernd dargestellt, dass die Schlussbestände auf aktivischen Bestandskonten auf der Habenseite stehen, normalerweise, und auf passivischen Bestandskonten auf der Sollseite. Ja, und diese Schlussbestände müssen ja jetzt aber auch in dem Moment, wo ich sie dort eintrage in meinem T-Konto, eine entsprechende Eintragung auf der anderen Seite eines anderen Kontos mit sich bringen. Und das Konto, was wir dafür nutzen, ist das sogenannte Schlussbilanzkonto SBK. Ich schreibe das hier einmal dazu. Weil hier nur die Abkürzung bereits eingetragen ist. Stellen wir uns dieses Schlussbilanzkonto vielleicht hier nochmal so ein bisschen vor. Da haben wir in der Buchung 290 auf dem Konto Handelsware jetzt einen Saldo von 10.000 auf der Habenseite festgestellt. Da würden wir eben das Konto Handelsware entsprechend 10.000 auf der Habenseite mit diesem Saldo belegen, damit die beiden Seiten, Soll- und Habenseite, gleich lang sind. Und wir müssten jetzt in unserem Schlussbilanzkonto entsprechend auf der Sollseite 10.000 buchen, könnten hier wieder das Gegenkonto notieren, Handelsware. Ja, genauso machen wir das mit Bank. Brauchen wir 34.000. Mit Kasse
würden wir dann 24.000 berücksichtigen. Und ja, das sind schon alle aktivischen Bestandskonten, die wir hier betrachtet haben. Nun müssten wir noch die passivischen Bestandskonten abschließen. Da haben wir hier Eigenkapital. Auch hier nutzen wir beim Abschluss das Schlussbilanzkonto als Gegenkonto. 11.000. Oh, jetzt ist eine Null zu viel geworden. Unbesicherte Darlehen 30.000. Besicherte Darlehen. Und schließlich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. 7.000. Das ist ja hier ein sehr kurzes, ein sehr vereinfachtes Beispiel gewesen. Aber auch hier haben wir jetzt wieder die Kontrollmöglichkeit. Sind Sollseite und Habenseite auf meinem Schlussbilanzkonto gleich lang? Und dann sehen wir, wir haben hier 68.000 insgesamt im Soll gebucht. Und wir haben hier 27, 57, 68.000 im Haben gebucht. Scheint alles richtig zu sein. Ja, betrachten wir auch hier nochmal unser Schlussbilanzkonto. Hier sehen wir, dass das Schlussbilanzkonto jetzt rein von seiner äußerlichen Gestalt den gleichen, vergleichbaren Aufbau hat wie die Bilanz. Denn Handelsware, Bank und Kasse werden als aktiver ja auch auf die linke Seite geschrieben. Eigenkapital, unbesicherte Darlehen, besicherte Darlehen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung als passiver auf die rechte Seite. Natürlich steht hier beim Schlussbilanzkonto über den Seiten Soll und Haben. Es handelt sich ja um ein Konto und nicht um die Bilanz. Aber dieses Schlussbilanzkonto ist jetzt vergleichbar im Aufbau zu einer Bilanz. Nochmal, um das von dem Eröffnungsbilanzkonto abzugrenzen, dort waren die Seiten ja gerade vertauscht, spiegelbildlich angeordnet.